Und jetzt kommt auch so richtig so ein bisschen so Weltreise-Feeling auf. Jetzt ist die Sprache anders, man versteht nichts mehr. Das ist das dümmste Zeit-Totschlag-Ding, was es so gibt für Familien. Ich glaub's ja nicht, Starlink. Herzlich willkommen im neuen Video. Starlink schiebt Daten. So, das war ja unser erster Platz in Nepal, an so einer Hängebrücke, an so einem Fluss. Und wie man da hinten sieht, es kommen schon die ersten Berge. Die stehen da direkt am Wasser. Keine Ahnung, was die da machen. Hätten wir uns auch hinstellen können, aber ja, wir wollten ja gleich wieder los. Wir müssen noch SIM-Karten kaufen. Da geht's ab nach Kathmandu. Da müssen wir auch, da kriegen wir hoffentlich unsere Gasflasche wieder voll. Wir haben ja immer noch das Gasflaschenproblem. Und wir hoffen sehr, dass wir hier in Kathmandu unsere Gasflasche gefüllt kriegen. Und hier ist wieder absolutes Chaos, wie immer. Weil Krähe Bernd ist einfach der Zerstörer, der einfach alles immer kaputt macht, rumrandaliert. Krähe Bernd, wirklich. Der Schwerstpflegefall für Schwerstpflegefälle. Da ist der nächste Schwerstpflegefall. Da ist noch ein Schwerstpflegefall. Da ist der größte Schwerstpflegefall. Und hier irgendwo, da sind die ganzen anderen Schwerstpflegefälle. Es ist einfach nur alles schlimm. Ja. Stimmt's? Du siehst auch schon wieder aus, als hätte man dir irgendwie das Essen ins Gesicht geschmiert. Ja. Der erste Stream mit Starlink, also mit dem neuen Starlink. Ja, und das Starlink geht wieder. Mal gucken, wie lange. Und damit herzlich willkommen hier. Herzlich willkommen in Nepal! Zu diesem neuen Video aus Nepal. Mal gucken, was uns alles. Mal gucken, wie Nepal wird. Weil ja, Straßen sollen sehr schlecht sein. Das ging bis hierher jetzt eigentlich. Relativ kleines Land, nur 150 Kilometer Breitluftlinie. Dafür ein bisschen länger. Wenig Straßen, die halt scheiße sein, so viele Menschen. Aber die Bergregion oben soll geil sein. Ne? Also ich freue mich sehr auf schöne hohe Berge und rumstehen, ein bisschen Standheizung anmachen und so. Hoffen wir mal, dass das so kommt. Standheizung! Nepal ist nämlich nicht sehr dick, aber dafür unheimlich lang. Das geht doch nicht! Der eigentliche Spruch ist eigentlich, er ist zwar nicht so lang, aber dafür unheimlich dünn. So, Freunde, wir sind jetzt hier unterwegs, schön im wunderschönen Nepal. Also bisher sind die Straßen Bombe, die Aussicht super, ein bisschen diesig, aber endlich mal wieder Berge. Das hier ist der Highway, so breit wie ein Radweg, aber Top-Qualität bisher her. Mal gucken, wie es weiter wird und ja, wir sind auf dem Weg nach Kathmandu, um da unser Gasflaschenproblem hoffentlich zu lösen und mal ein bisschen durch die Stadt zu schlendern und so weiter, um dann richtig tief in den Himalaya hier reinzufahren. Guckt ja die Serpentine, also geht das jetzt stundenlang, ne? Aber immer noch super Straßen und schöne Aussicht. Guckt euch doch bitte mal diese geile Aussicht an. Wow, das sieht so toll aus. Ja, hallo Freunde, wir sind ja unser erster Schlafplatz in Nepal. Es ging keiner auf den Sack, es gibt keinen Smog mehr im Himmel. Wie geil ist das, so eine klare Luft endlich wieder zu atmen, das ging in Indien ja quasi gar nicht mehr. Ja. Das hatte ich schon mal gezeigt, ne? Wir haben ja unseren Blinker verloren bei 140, verdammte Scheiße. Mit Gehäuse und allem. Kriegt ja mal einen neuen. Ja, das fehlt, Krähe Bernd. Ja, wir mussten jetzt, weil die Sonne hier auch so tief steht, weil wir immer relativ wenig Strom produzieren und jetzt auch noch elektrisch kochen müssen, haben wir jetzt immer sehr, sehr oft den Notstrom und Betrieb hier. Aber das geht wunderbar, du stellst das Ding hin, ziehst den mal dran, steckst Stecker rein. Fertig, Batterie ist voll. Und Starlink geht nicht mehr. Starlink hat so schön funktioniert. Jetzt sagt Starlink, es hat kein GPS mehr. Das deutet alles darauf hin, dass das GPS-Modul kaputt ist. Kannst dir nicht ausdenken. Morgen. Der Mechaniker. Das Schöne an dem Platz ist auch, dass hier einfach keine Menschen sind. Ne? Man fährt ja die Straßen, sind ja einfach auch nicht so viele Menschen, so gut wie keiner. Und du hast hier auch mal einen Platz, das erste Mal seit 2 Monaten, dass wir hier einen Platz haben, wo wir stehen, wo keine Menschen sind. Das ist so toll. Und noch wieder ein paar Ziegen hier. Und irgendwo da muss schon der Everest sein. Man kann es auch gar nicht glauben, weil da ist so ein Everest Resource Camp. Irgendwo muss der sein. Man sieht aber noch keine großen Berge. Hey, bist du Stolperklaus? Oder ein bisschen verschlafen, ja? Und hier ist die Biomüllvernichtungsanlage. Die fressen jetzt unseren Biomüll, den wir aus dem Auto geschmissen haben, vom Blumenkohl und so. Besser als in der Müllverbrennung zu landen oder in der Erde verscharrt zu werden, ne? Nachdem es ewig weit transportiert wurde. Ziegen fressen es einfach auf. Es werden immer mehr. Es hat sich rumgesprochen. Ey, die Deutschen sind da. Die haben den Müll rausgeworfen aus dem Auto.
Guckt euch mal diese Aussicht hier an am frühen Morgen. Herrlich. Ja, wir sind jetzt hier in Kathmandu, direkt neben dem Flughafen auf so einem Platz. Die haben wir schon mal witzigerweise in Pakistan getroffen und wollen hier gern so einen Flug über den Everest machen und ja, mal ein bisschen was am Fahrzeug machen. Ja, das ist mir leider aufgefallen, dass der Stoßdämpfer vorne rechts, hinten und vorne ziemlich ölt. Ja, Krebel, was sagst du dazu? Scheiße, ne? Ja, das scheint noch von dem Speedbump zu kommen, ne? Tja, hier kriegst du natürlich keine neuen Stoßdämpfer. Jetzt ist halt die Frage, setze ich mich hier in ein Flugzeug? Unsere Starlink-Antenne ist natürlich auch kaputt. Die hat jetzt einen Tag lang funktioniert und jetzt baut das Ding mit einmal kein GPS-Signal mehr auf, ne? Vermutlich ist das GPS-Modul da drin kaputt, weil es gibt ja überall GPS, ne? Problem ist, dass sie dann halt bei der Fahrt und so nicht gut funktioniert und auch im Stehen schlechter funktioniert, weil die Schüssel braucht ihre Position, damit das ordentlich laufen kann, ne? Nee, war das ist richtig scheiße, ne? Tja, das überlege ich, ob ich mich ins Flugzeug setze und irgendwie versuche, den ganzen Krempel hierher zu schmuggeln. Der Flug kostet 1.000 Euro hin und zurück. Stoßdämpfer könnte gehen, wenn nur Öl drin ist. Ich weiß nicht, ob das Gas-Öldruckstoßdämpfer sind, Gasdruckstoßdämpfer oder Öldruckstoßdämpfer. Aber tja, ob das die restlichen 20.000 Kilometer noch abhält. So kaputter Stoßdämpfer ist nicht geil. Mal gucken, was wir da machen. So, wir nutzen doch gleich die Möglichkeit. Hier gibt es für, ich glaube, 50 Rupien, das sind ungefähr so 50 Cent oder sowas, oder 30 Cent, gibt diese Wasserkübel. Und davon brauchen wir 5-6 Stück und dann können wir unseren Wassertank wieder voll machen. Das mega praktische ist, unsere Pumpe passt hier genau rein. Wie geil ist das denn? Leitungswasser kannst du ja, wie gesagt, hier nicht nehmen. Das ist die letzte Brühe in den ganzen Ländern eigentlich nicht. Bis jetzt haben wir es mit Quellen gemacht. Es gibt hier auch in Nepal viele Quellen in den Bergen. Oder mir gerade stehen, nehmen wir einfach das Wasser. Und da entsteht auch nicht so viel Müll, weil das wird ja wieder nachgefüllt. Oh, das war längst mal überfällig hier. Aber das geht einem richtig auf den Sack. Geht ja alles kaputt. Milkas Laptop kaputt, Starlink kaputt, am Auto ständig was kaputt. Gut, das sind halt am Auto eigentlich eher Verschleißteile, wie jetzt der Stoßdämpfer vorne, den man hier aber nicht kriegt und auch per Flugzeug nicht herkriegt. Man muss mit dem kaputten Stoßdämpfer weiterfahren. Noch merkst du beim Fahren nichts, aber ja, der ist, wenn der Öl ausläuft, eigentlich durch. So, jetzt geht uns die Wasserpumpe hier kaputt. Hier geht immer irgendwas kaputt. Dieser China-Schrott, Alter, ne? Was hat man da letztens noch? Genau, hier, diese tollen Ladegeräte, ne? Hier, der eine, der von Weco, der ist 25 Jahre alt links. Der geht noch wie eine Eins. Der rechte auch im Arsch, ne? Dieses tolle 150-Euro-Ding. Sag ja, das Scheiterdreck hält nicht lange, ne? Schon dünne Kabel und alles. Hat nicht mal ein Jahr gehalten, das Ding. Im Arsch. Es geht einfach alles im Arsch hier. Mann, das nervt. Und wenn mal sowas nicht kaputt geht, dann macht's Creo Bernd kaputt. Das ist die scheiß Pumpe kaputt. Was kriegst du ja auch nicht zu kaufen. Du kannst ja nicht alles doppelt und dreifach mitnehmen. So, ich habe jetzt Starlink auch mal komplett geöffnet, um zu gucken, ob da irgendwo was ist. Aber ist eigentlich alles in Ordnung, ne? Auch das GPS-Modul, es ist nicht irgendwie abgerüttelt oder irgend sowas. Wird einfach der GPS-Chip gestorben sein auf der Antenne, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. So ein Pech musst du erstmal haben. Das kotzt mich so richtig an. Kriegst du hier keinen Ersatz, ne? Es funktioniert zwar immer stehen, einigermaßen, aber auch relativ schlecht. Und beim Fahren kannst du es komplett vergessen. Guckt euch das an, Leute. Ich habe Starlink nochmal auseinandergenommen und habe mit meiner Heißluftpistole hier und mit dem Temperaturmessgerät, so kann man das ja eigentlich nicht machen, habe ich den GPS-Chip neu verlötet. Und das passt, ich glaube es nicht. Das Ding liegt erstmal provisorisch auf dem Dach. Erst war die Lampe nicht grün, dachte ich, okay, das war wieder mal für den Arsch. Mit einmal steht der GPS ist valid. Ich habe mir zum Ukrainer geschrieben, der die Dinger repariert im Krieg, wenn da irgendwelche Geschosse einschlagen und so weiter oder worum immer kaputt gegangen ist, repariert der die Dinger für die Armee, damit die wieder mitarbeiten können. Mit dem habe ich geschrieben und er sagt, das ist meistens ein Verlötungsproblem. Das ist einfach schlecht verlötet von Werk aus. Er hat auch gesagt, Starlink kriegt es nicht hin, diese Chips ordentlich zu verlöten. So, und das ist einfach bei uns das Problem. Das, ich glaub's nicht. Mit dieser beschissenen 19 Euro Heißluftpistole. Ich habe gezittert, als ich da rumgefummelt habe. Das ist ja alles flüssig dann. Die Chips sind kleiner als ein Millimeter stellenweise. Also diese kleinen SMD-Bauteile. Aber es ist wieder grün. Ich glaub's nicht. Hier drunter war dieser kleine GPS-Chip. Den habe ich nachgelötet. Ich blende euch mal ein Bild ein. Ne? Ich habe jetzt erstmal den Metalldeckel. Ich bin mir nicht sicher, wofür der ist. Wahrscheinlich so eine Art Abschirmung. Den wollte ich jetzt, das ist mega aufwendig und das ist halt alles unter den Bedingungen schwierig, jetzt wieder da mit Hitze ranzugehen und den Deckel wieder zu verlöten. Da habe ich auch Bammel. Ich denke mal, das müsste auch erstmal so gehen, wenn ich den hier ein bisschen anklebe. Da kann ich zur Not auch nochmal rein, wenn ich nochmal nachlöten muss. Das Ding hat jetzt zwar GPS-Satelliten, schwankt zwischen 10 und 14, reicht eigentlich zu für eine genaue Positionsbestimmung. Ich habe aber früher auch schon mal 17, 18, 19, 20 gesehen und es schwankt ziemlich stark. Also ich glaube, das ist alles nicht trotzdem hundertprozentig in Ordnung. Aber jetzt, wenn wir die Schüssel einschalten, haben wir nach einer Minute Internet und nicht erst nach 30 und es müsste auch bei der Fahrt jetzt wieder einigermaßen funktionieren.
Naja, ich mache den ganzen Spaß jetzt wieder Highlife zusammen, baue es in die Dachluke ein, dann müssen wir es natürlich ein paar Tage testen. Aber echt Starlink, ne? Der Oleg sagt, auch so beschissen verlötet, dass das öfters vorkommt. Ne? Es ist einfach keine Qualität, wenn sowas dann passiert. Okay, es ist in einem Szenario hier eingebaut, wofür es nicht gedacht ist, aber wenn das irgendwo an einem Masten fest ist und durch Wind Vibration kriegt und so weiter, muss das doch auch halten. Es kriegt auch direkte Sonneneinstrahlung und so weiter. Ich habe sogar noch einen extra Lüfter verbaut, ne? Also, Oleg sagt auch, der Chip geht nicht kaputt. Es ist einfach ein Problem, weil es mega schlecht von Werk aus verlötet ist. Ne? Wir haben ja ganz viel überlegt. Ja, wir hatten dann noch glücklicherweise eine Betreuung für die Kinder und konnten dann nochmal mit dem Stream los, rein Kathmandu erkunden. Sind dann mit dem Taxi gefahren, dann ein bisschen durch die ganzen Gassen gelaufen. Kathmandu ist wirklich wunderschön. Wunderschöne Häuser, so ein schöner Baustil, so ein schöner, es hat einfach Charme. Also Kathmandu gefällt mir unheimlich gut. Auch wenn die Verkabelung sehr wild ist. Viel besser als in Indien, ne? Sehr stilvoll. Wir haben dort schön gegessen, keinen Durchfall bekommen. Noch ein paar Souvenirs gekauft für Freunde und für uns selber hier, in dem Fall speziell diese nepalesischen Gebetsfähnchen. Sehr, sehr cool, die Dinger. Ja, und da sind wir halt in diesem Shop fündig geworden, sehr netter Verkäufer. Dann haben wir uns nochmal diese klassischen buddhistischen Tempelgebäude, wie auch immer man das nennt, angeguckt. War sehr, sehr schön anzusehen. Ich liebe diesen Baustil. Im Gegensatz zu den Indern haben die Nepalesen wirklich Stil. Ne? Und wie schön das alles gearbeitet ist, detailreich, wunderbar anzusehen. Kathmandu ist sehr empfehlenswert. Ich bin kein Städtefan, aber Kathmandu ist so geil, da könnte ich mir sogar vorstellen zu leben irgendwie. So schön ist das da. Dann sind wir noch in eine Kneipe. In der Kneipe gab es sogar ein Lagerfeuer und eine Tonne. Da haben wir noch ein paar Bierchen getrunken und dann ist wieder ab nach Hause. So Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Wir fliegen heute auf den Everest mit einem Flugzeug. 4.30 Uhr morgens. Ja, 4.30 Uhr morgens ist die Zeit, wo wir normalerweise sonst ins Bett gehen. Ne? Das musst du mal überlegen. Also viel haben wir nicht geschlafen, aber so 2-3 Stunden haben wir glaube ich schon gekommen. Ja, das kann man schon mal machen. Es kostet irgendwie so 200 Euro pro Person. Der Dicke hier, der ist quasi kostenlos. Bis Sie ihn sehen, weil so viel wie der liegt. Klappe jetzt mal! So viel wie der wiegt, wird er am Endeffekt das Dreifache bezahlen wahrscheinlich, weil der ist nämlich viel zu fett. Hä? Was bist du? Du hast keinen Hals mehr. Das? So fett ist er gerade. Doch, er hat dreifach keinen Lumpen mehr nochmal. Scheiße, haben wir schon Salat. Das dumme Tor ist zu hier. Von unserem Hof und niemand da, der uns auch machen kann. Naja, irgendwie haben wir schon über den Zaun kommen. 3 Minuten kommt das Auto. So, wir haben es geschafft. Wir mussten über den Zaun klettern, aber wir sitzen im Taxi. Bernd, fliegst du auf dem Everest? Du wirst dich da nicht dran erinnern. Baba. So, raus aus dem Shuttlebus. Das ist unser Flugzeug. Zweimotorige Turboprop. Die müssen ja auch ein bisschen was können, ne? Druckfeste Kabine und so weiter. Und ja, jetzt geht's los. Namaste. Das sind ja so die Berge, die wir auf dem Flug sehen werden. Oh, es wird langsam hell und die Motoren gehen an. Turboprop sind auch geil irgendwie. Schon cool. Ich bin mega gespannt, mein erster richtiger Flug so hoch halt. Geil. So stark. Ja, Freunde, entschuldigt den furchtbaren Ton. Die Funkstrecke war einfach am Ende. Ich habe direkt neben dem Propeller gesessen und die Maschine war so laut. Das hat einfach alles gekillt. Wir hatten einen tollen Start mit einer tollen Sicht auf Kathmandu und dann gleich noch diesen geilen Sonnenaufgang. Und dann kamen schon die ersten Berge. Dieser große Propeller, der hat mich dermaßen fasziniert von dem Flugzeug. Das war richtig geil. Mein allererster Flug in meinem Leben mit so einer richtigen Maschine. Und dann gleich mit diesem Panorama. Krea Bernd hat das richtig gut gemacht, als wäre er sein ganzes Leben lang schon Pilot gewesen. Tja, und noch hier mit den Wolken. Wir waren dann auf 6000 Meter Höhe ungefähr mit dem Flugzeug. Und da hast du schon eine tolle Aussicht. Es war ein bisschen diesig. Das da im Hintergrund ist schon der Everest, da wo diese kleine Wolke ist am Randbereich. 8000, keine Ahnung, 800 Meter hoch. Kommt natürlich dann alles auch nicht so rüber. Also ich mache mir da auch weniger aus solchen Höhenangaben, aber dieses Panorama so zu sehen, das war wirklich einzigartig. Und man sollte das auf jeden Fall machen. Das lohnt sich, wenn man da einmal in der Nähe ist. Jasmina hat das natürlich auch richtig cool gefunden, ne? Da mal vom Flugzeug aus diese Berge zu sehen. Das war schon ein einmaliges Erlebnis, wird man wahrscheinlich nie vergessen. So, damit sind wir fertig. War eigentlich total cool, ne? Also ich finde immer noch geiler, muss ich sagen, mitten in den Bergen zu stehen, ist beeindruckender, wenn du da oben bist. Ja, das siehst ja nicht, dass 8000er sind, das sind halt Berge. Aber wir haben den höchsten Berg der Welt gesehen. Ja, und wie hat Jasmina gesagt, der Everest war eigentlich der hässlichste, ja, ne? Ja, das war der hässlichste, wie alle Eigentlich ist der... Was ich am Everest mochte, ist, der sieht aus wie eine Pyramide.
Ja, von der Form her wirklich schön. Was halt schade ist, der war von der Sonne nicht beschienen. Ne? Alle anderen waren von der Sonne beschienen, sah natürlich dadurch viel schöner aus. Und der schönste, größte Berg der Welt, der steht einfach im Schatten. Der steht einfach im Schatten, das arme Schwein. Ne? Und weißt du, was mir am meisten leid getan hat? Der Kartenabreißer. Weil Milke hat nämlich die Karten schon verknietschknattelt, da war diese Abreißkante schon ab. Das muss doch das Schönste an dem Job sein, die Karte abzureißen. Ja. Da gibt es schon den Schnipsel dahin. Und die Busmotoren hier, die einfach nie warm werden, die einfach immer nur 10,50 Meter die Leute zum Flugzeug fahren und wieder zurück. Hier willst du alles sein auf dem Flughafen. Putzkraft, alles, aber kein Busmotor. Busmotor überhaupt nicht. Ne? Aber sonst total cool. So, das war's mit unserem kurzen Flug. Wir gehen jetzt wieder ins Bett. Wir haben nämlich kaum geschlafen. Tschüss. Also, dass die Straßen in Nepal scheiße sind, das stimmt wirklich. Wir fahren die ganze Zeit eigentlich, ja, sagen wir mindestens so 50% und mehr auf sowas rum. Und das ist der Highway. Ne? Das ist der Highway. Ich habe noch nie in meinem Leben so schlechte Straßen gesehen. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, keine Ahnung, 20 km/h, so um die 100 km in 6 Stunden. Da willst du nicht mehr. Also, weil du machst dir auch das Auto kaputt. Ne? Unser Stoßdämpfer, der ölt ja vorne, habe ich euch gezeigt. Und das machen die Straßen nicht besser. Wir werden bloß einen Spot wahrscheinlich anfahren hier in die Berge und nicht die anderen Straßen noch mitnehmen. Das ist es nicht wert. Wir müssen mit dem Auto irgendwie noch eine Region schaffen, wo wir die Stoßdämpfer reparieren können. Ja. Und das macht das hier nicht besser gerade. So, das war ja unsere erste Nacht in Nepal. Vom Dunkeln angekommen, ne, auf dem Sand. Oh, oh, oh. Ich hoffe, wir kommen wieder raus. Aber der Sand lässt sich gut verdichten. Das ist nicht so ein komischer Treibsand. Oh, seid dreckig. Ihr könnt euch doch mal waschen, Mensch. Was halt wirklich schlimm ist in Nepal, das wird ein Grund sein, warum wir hier nicht so viel in dem Land rumfahren werden, wie wir es erst gedacht haben. Die Straßen sind, die Leute immer alle gesagt, Straßen sind schlimm. Die sind wirklich schlimm, die sind richtig krass schlimm. Ne? Die gibt, also die Highways sind die allermeiste Zeit ohne Asphalt, einfach voller Schlaglöcher, Riesensteine, die darauf rumliegen. Das Auto quält sich, unsere Durchschnittsgeschwindigkeit ist 15 km/h. Ne? Das geht gar nicht, wir haben gestern in 6 oder 7 Stunden um die 100 Kilometer geschafft. Das macht das Auto einfach kaputt, ne? Wir werden jetzt einmal richtig tief in die Berge reinfahren und dann auf dem schnellsten Weg zur Grenze wieder raus. Das ist nicht machbar, mit dem Auto hier länger zu fahren. Ne? Das ist einfach. Man sieht auch so oft LKWs, wo die Sporstangen rausgerissen sind, die umgekippt da liegen. Die kloppen sich alle die Fahrwerke kaputt hier. Ne? Ist schade. So ein schönes Land und dann kannst du hier dich nicht richtig bewegen. Ja, stimmt, das war gar nicht unsere erste Nacht. Also einmal haben wir freigestanden mehr. Aber das ist jetzt ja unsere, das ist dann die zweite Nacht, wo wir wirklich frei stehen hier, ne, in Nepal. Ja, insgesamt ist es unsere 7. oder 8. Nacht hier. Ja, aber wir haben ja die in Kathmandu gestanden ewig lang. Also das zähle ich jetzt nicht so wirklich als Camping. Das ist eher dann, man ist in der Stadt in irgendeinem festen Platz oder so, ne. Mal gucken, ob es besser wird mit den Straßen. Ich glaube nicht. Die sind so schrecklich. Geht gar nicht. Da verwackeln sich die ganzen anderen Organe. Dein Frühstück. Und weiter geht's hier wieder auf besten nepalesischen Straßen. Da kommt richtig Freude auf. Oh, da macht die auch noch nass. Das ist aber schön. Guck mal, ein Stück Asphalt. Welch seltener Anblick. Wir sind jetzt hier vor so einem Gasladen. Wir versuchen jetzt seit Monaten unser Gas voll zu kriegen. Und tatsächlich, da seht ihr unsere Gasflasche stehen, hat er gesagt, er kann das voll machen. Sind wir gespannt. Hoffentlich klappt das. So, und ich glaube, da wird jetzt unsere Gasflasche befüllt. Juhu! So, tatsächlich wird jetzt hier die Gasflasche auf. Mega cool. So, Gasflasche ist wieder drin. Er hat uns 10 Kilo reingefüllt. Damit kommen wir locker theoretisch bis nach Hause. Mega geile Sache. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg zu einem Bergschlafplatz in Nepal. Es ist eine Katastrophe, wenn man sich diese Straßen hier mal anguckt. Kann man sich nicht ausdenken, das geht die ganze Zeit so. Wir haben jetzt noch 97 Kilometer und das soll dauern 4 Stunden. Wir werden wahrscheinlich 6 brauchen. Uschkuli war, also ein Erogen Uschkuli war der absolute Witz gegen das hier. Ja, also und diese Straßen, so schlecht die Straßen sind, so nett sind aber auch die Menschen. Heute Morgen, als ich Kaffee trinken vom Auto stand, kam eine Frau an, eine junge Nepalesin und hat irgendwie kurz mit mir gequatscht. Auf Nepalesisch, was ich nicht kann. Ich frage sie, ob sie Englisch spricht. Sie lacht einfach nur total freundlich und nett. Klopft mir auf die Schulter, umarmt mich, klopft mir nochmal auf die Schulter, lacht. Findet total irgendwas total witzig. Wahrscheinlich, dass wir uns nicht verständigen können. Und ging weiter. Und so begegnen eigentlich die Nepalesen. Ne? Das ist total herzerwärmend, wie ultra freundlich, ruhig und liebevoll die Menschen hier sind. Das ist total toll. Aber die Straßen dafür. Leider eine pure Vollkatastrophe. Sie haben das beste Internet, was ich je in meinem Leben irgendwo erlebt habe.
in Bergen und gleichzeitig die schlechtesten Straßen ever. Also das ist echt krass. Hier fährst du zeitweise nur im ersten Gang. Das ist sowas von grauslich, die Straße. Das gibt es eigentlich gar nicht. Aber die Aussicht ist mega. Da hinten tauchen die ersten 7.000 bis 8.000 auf. Hier ist dann auch noch Gegenverkehr. Diese Straßen. Bitte mal den Steiner, der mit mir geht. Ja, ja. Hier geht's runter. Und hier ist dann auch noch der Gegenverkehr. Boah, da Annapurna ist das. 7.200 noch was Meter hoch. Und die nächste Wasserdurchfahrt. Krass. Guckt euch das mal an, der Annapurna, wie geil das aussieht da. Das ist eine richtig gerade Kante. Und wir sind ja schon auf über 1000 Metern und die wachsen immer noch Bananenstauden. Es ist immer noch tropisches Klima. Und diese Felsvorsprünge, die führen uns gerade wieder sehr erinnert an den Karakorum Highway. Bevor die Chinesen den gebaut haben, war das vorher auch genau so eine Huckelpiste wie das hier. Und um sie auch mal im YouTube-Video festzuhalten, das ist Petersilie, unsere Autopflanze. Und wir haben Gegenverkehr, ein kleines Pferderudel. Guten Tag. Die haben Glocken. So, schön aussehen tut's ja. Aber wir kommen auch einfach nicht gut voran. Wir sind seit 2,5 Stunden unterwegs und haben gerade mal so 30 Kilometer nicht mal ganz geschafft. Wir müssen jetzt an dieser Felsabbruch lang und da kommt gerade richtig guter Steinschlag runter. Ja, da kommt es gerade richtig runter. Da unten sieht man die Staubwolke. Da müssen wir lang. Guckt euch das an, Leute. Das müssen wir auch wieder zurück. Hier brauchst du starke Nerven. Hier brauchst du Nerven wie Drahtseile, Alter. Da kommt endlich mal ein kleines Stück Asphalt vorne, aber dafür auch richtig steil. So, also wir sind jetzt wieder rumgedreht. Wir hatten 150, 160er Puls an einigen Stellen. Und die letzte, vor der wir jetzt standen, da haben richtige Felsblöcke aus dem Boden geragt, wo wir mit hoher Geschwindigkeit hätten drüber fahren müssen. Musste am Berg stellenweise mit Kupplung, Schleifen anfahren, weil ja, man konnte einfach die Räder durchgedreht haben. Und ja, man hätte dann noch schneller drüber fahren müssen, aber dann klopfst du dir das ganze Auto kaputt. Also das macht keinen Sinn. Ja, an dem Punkt muss man einfach klug sein und sagen, rumdrehen, wir haben es probiert. Das ist ja eine der, keine Ahnung, wie viele gefährlichsten Straßen der Welt. Das mit dem Auto macht keinen Sinn. So bitter wie es ist, muss man bei sowas dann auch einfach wissen, wann es vorbei ist. Oh, und hier Wahnsinns Wasserfälle. Ist echt so schade, denn wir haben uns so gefreut. Einen schönen Stellplatz im Bergen. Aber man muss einsehen, wann man verloren hat. Und René und Helga haben alles gegeben. Es macht keinen Sinn mit einem, ich würde sogar sagen, selbst ein 4x4 Sprinter würde ich das hier nicht machen. Da brauchst du irgendwas viel krasseres. Schade, dass wir da umdrehen müssen. Die Landschaft ist wirklich großartig. Aber ja, was willst du machen? So, hier geht es jetzt richtig steil runter. Ich weiß gar nicht, ob man das gut sehen kann. Und dann müssen wir da richtig enorm steil hoch. Man kann es nur erahnen, aber das da müssen wir gleich hochfahren und das ist, ja, und so, das ist halt, sehr halte ich fest. Oh je. Wir sind so weit unten, deswegen packen wir das jetzt hier ein. Wir berichten euch das dann. Festhalten! Oh, scheiße. Fuck you, Alter. Das meinte ich, das ist auf alten Rädern durchgeschlagen. Richtig doll durchgeschlagen. Aber egal, wir mussten da jetzt hoch hier. Aber das war die letzte schwierige Stelle, jetzt sind wir raus. Und das Schöne ist, wir haben jetzt ja wieder Gas. Seit 3 Monaten. Was ist denn da los? Die Gasflasche ist hier. Habe ich eigentlich wieder aufgedreht, oder? So, nochmal. Gasflasche ein bisschen mehr aufgedreht. Ja. Das erste Mal seit wie viel? 3 Monaten oder so? Das waren noch 3 Monate bestimmt, wo wir das kein Gas hatten, oder? Wie geil ist das bitte? Er hat uns da ja 10 Kilo reingefüllt in die Flasche. Ihr habt ja gesehen, wie das aussah. Katastrophe. Und damit kommen wir jetzt auf jeden Fall wieder 4, 5, 6 Monate hin, schätze ich mal. Und jetzt gibt es erstmal einen schönen heißen Kaffee. Nach diesem Ritt. Tja, wir haben das jetzt ja abgebrochen. Wir sind wieder zurück auf dem Platz hier, wo wir heute früh gestartet sind. Ne? Völlig von Arsch. Aber wir wissen,
unser Streaming-Setup ist mega stabil. Es hat alles abgehalten. Das Auto ist nicht zerbrochen nach dem Bremshuckel. Das heißt, da scheint auch nichts Großartiges kaputt gegangen zu sein. Die Stoßdämpfer habe ich mir angeguckt, die ölen nicht weiter. Vielleicht hat es nur bei dem Bremshuckel eine Riesenladung rausgedrückt, die langsam nach unten gelaufen ist. Ne? So, also vielleicht haben wir ja Glück, dass die doch noch ein bisschen länger durchhalten, die Stoßdämpfer. Ne? Unser Herz hat es überstanden. Ja, wir hatten stellenweise Puls 160. Ne? Hier lief mir der Puls. Ich habe jetzt noch einen 135er Puls. So hat mich das gestresst heute. Ne? 135, ich bin immer noch voller Adrenalin und völlig fertig. Muss erstmal runterkommen davon. Das ist wie der Murakaka-Pass oder irgend sowas. Das Mustang. Ist Mustang-Pass. Das ist eine Straße, das ist mit einer der gefährlichsten Straßen der Welt. Und das können wir bestätigen. Ich würde nicht nochmal mit dem Auto hier hochfahren. Katastrophe. Tja, jetzt haben sich natürlich auch unsere ganzen Pläne geändert und so weiter. Weil ja, eigentlich wollten wir jetzt ja ein paar schöne Tage da oben in den Bergen verbringen, aber das wird nun nichts. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Aber Nepal hat wirklich so schlimme Straßen durch das Straßennetz und so weiter. Also durch die Erdbeben und wenn der Monsun ist, das alles runterrutscht und bricht ja das ganze Zeug da. Also wirklich, das ist, also die Straßensituation macht es eigentlich. Das macht keinen so Spaß, schade, hier Auto zu fahren. Nepal ist so ein fantastisches furchtbar. Land. Ja, jetzt sind wir in Nepal, wollten in den Himalaya fahren und es ist nicht. Na gut, dafür haben wir den Everest-Flug gehabt und Kathmandu gesehen. Das war ganz cool. Aber ja, hier werden wir jetzt schnellstmöglich wieder rausfahren. Das macht keinen Sinn. Selbst die Highways sehen ein bisschen besser aus. Ihr habt es ja gesehen, als die Straße. Das ist hier extrem. Das ist schlimmer als Ushguli. Das ist 10-mal schlimmer als Ushguli hier. Dagegen ist Ushguli eine Lachnummer. Ushguli fährt dagegen jeder Trottel. Das ist wirklich eine ganz andere Nummer hier. Eine komplett andere Nummer. Ne? Und von daher, das macht bei den Straßen keinen Sinn. Du machst nur dein ganzes Auto kaputt. Ne? Also werden wir noch mal gucken, dass wir vielleicht in den indischen Himalaya-Teil fahren. Ja, ihr wisst das ja noch gar nicht, das haben wir im Video noch gar nicht erzählt. Wir werden wahrscheinlich Afghanistan fahren. Ja. Dazu erzählt euch Milka dann später noch mehr. Aufgrund der geopolitischen Lage und anderen Umständen werden wir wahrscheinlich Afghanistan fahren. Scheiße. Damit verabschieden wir uns hier mit dem Video bei euch. Ne? Wie gesagt, zu dem Afghanistan-Thema erzählen wir später was. Ja, scheiß Video bestimmt jetzt halt. Glaub ein bisschen was, ich weiß gar nicht, was da alles passiert ist, so was wir alles gefilmt haben. Drohnenflug gab es auch keinen. Macht nur nicht viel Sinn, du siehst ja halt auch nicht viel. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video mit neuen Infos für euch. Danke, dass ihr dabei seid, Freunde, und dann bis später. Ach, ciao, bis ciao. Dann. Tschüss. Das musst du auch Tittis machen. Tittis. Tittis. Tschüss. Tittis.